Hallo und herzlich willkommen zum ersten Videobeitrag im neuen Jahr 2012. Neben mir begrüße ich wieder Roland Werner und freue mich, dass wir dieses Video zusammen gestalten können. Meine erste Frage: Wie hast du Weihnachten verbracht? Mit zwei schönen Gottesdiensten, einmal so nachmittags mit ganz vielen Kindern und so und dann abends spät. Zwischendurch laden wir immer Leute ein, Freunde von Freunden. Letztes Jahr hatten wir auch einige Ausländer, eine koreanische Familie, eine Iranerin. Dieses Jahr waren wir nur Deutsche, war aber dennoch nett. Und nach der Christmette laden wir dann nochmal Leute ein und das geht dann so bis 3, 4. So, das ist so Standard bei uns. Ich habe auch extra einen Weihnachtsbaum gekauft, nicht für uns, sondern für die Gäste, die bei uns sind. Ja, das klingt super. Dann war Silvester gleich hinterher. Wo warst du da? Da waren wir auch bei uns im Gemeindehaus, im Christhaus in Marburg. Da kamen so 80 Leute. Dinner for One haben wir geguckt, wir haben viel gegessen. Ich habe eine Mitternachtsandacht gemacht und von da aus haben wir einen super Blick über Marburg. Da kann man sehr schön die ganzen Feuerwerke sehen, außer es war relativ vernebelt. Also man sah ja doch nicht so viel, aber es macht Spaß, auch gemeinsam mit Leuten so ins neue Jahr zu gehen. Und welchen Vorsatz oder welche Vorsätze hast du dir gesetzt? Den ich mir jedes Jahr setze, also abnehmen, ist einer der wichtigsten Vorsätze. Und ansonsten mich weiter einsetzen für CVJM. Ich muss sagen, zwischen Weihnachten und Neujahr war ich übrigens in Sachen CVJM wieder unterwegs, nämlich in Bayern. Es hat auch Spaß gemacht, Gesamtmitarbeitertagung. Ja, wie gesagt, Vorsätze, nicht so viel aufregen, alles gelassener angehen, ein bisschen abnehmen, mehr Sport, das sind so die Hauptvorsätze. Wir haben hier einen ganz bunten Tisch voller Flyer und Programmhefte. Das Jahr 2012 ist auch im CVJM wieder bunt und vielleicht gehen wir mal gerade hier so einige Flyer durch. Als allererstes sehe ich hier zum Beispiel das Impulsheft zur Jahreslosung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, ist ja die neue Jahreslosung. Das finde ich gut, ich habe es gerade mal durchgeschaut, aber auch schon mal vorher. Da sind so verschiedene Sachen, zum Beispiel Entwurf einer Jungscha-Stunde oder was für junge Leute. Wie kann man sich die Jahreslosung irgendwie selbst erarbeiten? Finde ich klasse. Was haben wir als nächstes? Ja, also was ich super finde, wo ich leider nicht mitmachen kann, sind diese German Games. Ich glaube, für Jungs muss man was machen. Manchmal merkt man in den gemeindlichen Gruppen oder CVM-Gruppen sind mehr Mädchen als Jungs. Und da merkt man, die Jungs brauchen noch ein bisschen Förderung. Deswegen finde ich es klasse, diese German Games. Als nächstes haben wir hier die Lesezeichen für die Campustage. Campustage vom 11. bis 13. Mai 2012 hier in Kassel. Da geht es um das Thema Gesund hoch 3. Was ich toll finde, ist hier diese grüne Hilfe. Mein Kind ist Vegetarier, isst mit Doppel-S. Da bin ich jetzt erstmal drauf gekommen, dass das ein Doppelsinn ist. Oder hier, na was steht denn hier drauf? Bei riesigen Nebenwirkungen. Also witzig. Also hier, das finde ich auch eine tolle Sache. Staff Conference, die 13. Europäische Staff Conference, das ist diesmal in Deutschland. Das sind die Mitarbeiter, hauptamtlichen Mitarbeiter, die sind bei uns zu Gast. Hier unser europäischer Generalsekretär, der Juan Simoes Iglesias, der ist dabei. Ich werde auch ein, zwei Tage dabei sein. Freue ich mich schon besonders drauf auf diese Sache. Stuttgart, Bernhäuser Forst. Und was ich auch klasse finde, hier bei uns in Kassel, die internationale Konferenz Cross-Cultural, the Inclusive Mission of the YMCA, also der alleinschließende Auftrag des CVM. Hier sind alle eingeladen, die sich für internationale Sachen interessieren oder einsetzen. Hier im CVM haben wir ja eine starke internationale Arbeit. Auch unsere Hochschule ist eine internationale Hochschule. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf auf diese Tage im Mai. Ja, dann sehe ich, liest du mich? Die Bibelinitiative geht natürlich weiter. Die zweite Runde hat begonnen. Ich bin gespannt auf die nächsten Ideen und Methoden zum Bibellesen. Das gibt es ja auch immer online, ne? Das kriegt man auch online, ja. Habe ich jetzt schon gekriegt. Ja, und dann hier auch von unserer Öffentlichkeitsarbeit, herausgegeben unser Gesamtflyer Fort- und Weiterbildungsangebote der CVM-Hochschule, was da alles läuft. Ich habe hier gesehen, als nächstes gibt es den Studientag Warcraft, Karma und Jesus, das Wort in unseren irrealen Welten. Du hast die Leitung, um was geht's da? Viele Leute leben in so virtuellen Welten, Internetspiele, World of Warcraft ist eins davon. Viele sind sehr beeinflusst von östlichen Ideen, östlichen Philosophien und Religionen. Karma steht dafür. Und wir wollen an diesem Tag darüber nachdenken, wie können wir
Leuten heutzutage, die in diesen Welten sich bewegen, geistig und vielleicht sogar da ganz viel Zeit drin leben, wie können wir ihnen Jesus nahebringen? Das wird so spannend sein. Das ist so ein Sonderthema, aber ich finde ein wichtiges Thema auch gerade für die missionarische Jugendarbeit. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Jahreslosung von diesem Jahr? Für mich ist sie deshalb wichtig, weil das, glaube ich, die Erfahrung von uns allen ist. Wir haben viele Pläne, wir wollen viele Dinge bewirken, aber wir stoßen auch an Grenzen. Krankheit, manchmal innere Begrenzungen, können uns auf eine Situation nicht einlassen, können uns auf Menschen nicht so einlassen. Und dann diese Zusage, die Gott damals dem Paulus gegeben hat, denke ich, können wir auch für uns nehmen. Gottes Kraft ist auch da, wo wir an die Grenzen unserer Kraft kommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir so eine Kraftmeierei haben, sondern gerade diese Balance in der Schwachheit, die wir auch zugeben dürfen, kann dann Gottes Kraft uns dann wiederum neue Kraft geben, auch die Aufgaben zu bewältigen. Das wünsche ich uns, dir, mir, unseren Zuschauern für 2012.